Die Geschichte ist lang, wenn ich sie wahrhaftig erzähle. Also Eberhard Roß, der ja von der Kunstszene stammt, und ich, der sozusagen ein aus der Art geschlagener Künstler bin, wir wollten uns immer mal treffen. Und wir haben einen gemeinsamen Freund, der heißt Thomas Plucha, ein aus Polen eingereister Heizungsinstallateur. Und der hat uns zusammengebracht. Und dann hat der Eberhard gesagt, ich war schon lange ein Fan von dir. Und ich habe gesagt, ich war schon lange Fan von dir. Und dann ist er ja durchgelaufen. Und am Ende von diesen 3 Stunden hat er gefragt, ob ich mit ihm ein Bild tausche. Sag ich, normalerweise mache ich das nicht, aber bei dir ist mir das eine Ehre. Und dann habe ich gesehen, wie er ein Bild besonders schön fand, was drüben liegt, in unserer Enso-Galerie, die der Kunst etwas näher ist als das, was ich sonst mache. Und bei dem Gegenbesuch habe ich ihm das dann mitgebracht. Dieses Bild hat Frank dann plötzlich, als er sein, wie soll ich sagen, ein Lehrer ist es ja nicht, aber einer wie soll ich sagen, deiner unter Vertrag stehende Künstler oder, ne, den besuchte, ist er da zielgerichtet drauf losgelaufen, weil das kannte er wohl noch nicht und war begeistert, wie ich jetzt gehört habe dann. Und da hat der Eberhard Gross gesagt, jetzt rat mal von ihm, das Bild ist. Und da war das Bild von mir. Und der Frank wollte es gar nicht glauben, obwohl er mich ja schon mein Leben lang kennt, aber eben nur als Künstler, wo eben freundliche Menschen hinlaufen, ne? Oder bedürftige Menschen, kann man auch sagen. Na, jedenfalls ist es dann zu einem Besuch gekommen. Da hat ja, glaube ich, der Eberhard gesagt, geh da mal hin, du wirst dich wundern. So war es. Der Frank war hier mehr als 3 Stunden. Und tja, dann merkte ich, dass er das ein oder andere auch vor ihm Bestand hatte. Und dann, wie ging es weiter? Naja, jedenfalls haben wir ja, irgendwie, also unverbindlich, man könnte doch mal eine Ausstellung machen. Habe ich gesagt, gut. Und weil ich ja irgendwie dachte, das wäre nicht schlecht, wenn ich beim Frank mal ausstelle, weil sich alle die Pharisäer um mich rum dann ärgern. Ne? Die sagen, guck mal, der Petosche, da gehen die ganzen Leute hin, da kann kein Kunst sein. Ne? Und da habe ich gesagt, das machen wir mal, damit die mal neu drüber nachdenken. Und ja. Ja, das war eine Premiere für mich, denn zum ersten Mal kam jemand in mein Atelier und suchte Bilder aus, wie er sie sozusagen, die vor ihm Bestand hatten, ne, und stellte eine Ausstellung zusammen. Und ich habe mich dann auch zurückgehalten und habe dann teilweise mit großer Verwunderung gesehen, was er ausgewählt hat, mit genauso großer Verwunderung, was er nicht ausgewählt hat. Und zum Schluss waren wir bei 111 Stücken. Und ja, der zweite Akt der sozusagen Zurückhaltung für mich war dann, dass ich auch nicht die hängen durfte. Ne? Also A durfte ich sie nicht auswählen, B durfte ich sie nicht aufhängen. Und dann ist auch mal schön, ne? Ich meine, sonst musste ich ja immer alles machen. Ich musste der Edelstahl sein, ich musste mich selbst fassen wie ein Juwelier und musste dann auch selbst verkaufen. Ne? Und jetzt wurde mir das abgenommen und dann durfte ich nur der Edelstahl sein. War ja auch nicht schlecht. Ne? Jetzt bei den Sachen, die der Frank ausgewählt hat, war der Text ja gar nicht erwünscht. Ne? Weil es ja sozusagen eine der ungeschriebenen Gesetze in der Kunstszene ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt so haltbar ist, aber weitestgehend ist es ja so. Die Sachen müssen für sich sprechen. Ne? Und das ein Bild, wo jetzt meine Anwältin und Freundin und Kunstkennerin, mit der ich immer auf dem Antiquitätenmarkt bin, zweimal im Jahr, die hat gesagt, sie fand die Ausstellung ganz toll und ihr Mann, Senatspräsident auch und ihre Tochter, Jungjuristin auch, alle waren. Aber da war ein Bild gewesen, das hätte da überhaupt nicht reingepasst. Und das war, Frank, dieses Bild, wo du auch schon mit mir Krach anfangen wolltest, dieser Mond mit Gräsern. Das ist ein grünlicher kleine Leinwand und da ist nur oben ein Mond, Silbermond, und unten ist eine Welle, die natürlich einen jungen, atmenden Busen darstellt. Und auf der Welle zwischen den beiden Rundungen sind 3 Gräser, die natürlich, kann man sich vorstellen, auch eine erotische Assoziation hervorrufen sollen. Und das Bild handelt über einen, in diesem Fall jetzt über den Maler auch, ne, der immer bei allem, was er sieht, ein Mond, ein Gras, eine Düne, an eine Liebe denken muss. Ja, also da habe ich eigentlich irgendwie ein schlechtes Gefühl, denen da einen Preis dran zu machen. Das finde ich irgendwie,
Also seit Marc Duchamp sind die Künstler ja extrem faul geworden, ne? Und alle haben dann sozusagen die Entschuldigung, hatte Marc Duchamp auch gemacht. Ne? Und wir sind auch ehrlich gesagt nicht weiter als der. Ne? Wir zitieren den jetzt noch praktisch jetzt 100 Jahre später, ne? Also 1919 war das, glaube ich, mit dem Fahrrad und dem Pissoir und den 100 Jahre später berufen wir uns innerlich auf Marc Duchamp. Manche berufen sich gar nicht, manche kennen ihn ja auch gar nicht, aber die wissen, dass das als Kunst gelten kann. Ne? Und dann zerren die irgendwas an die Öffentlichkeit, ne? Und dann geben die einen Namen und dann ist das Kunst. Ne? Und das erkläre ich aber im Seminar immer den Leuten, ne? Das liegt ja alles voll hinten, ne? Von solchen Sachen. Aber ich sage, was schön ist daran, dass ihr vielleicht, wenn ihr nächstes Mal über den Strand geht, anders guckt. Und guckt, ob euch irgendwie eine Scherbe, eine Muschel, ein Strandgut, ob das mit euch spricht. Ne? Und wenn ihr das mit euch redet, dann hebt ihr das auf und dann entdeckt ihr vielleicht was drin. Und so könnt ihr ganz umsonst nebenbei eine wunderbare Kunstsammlung, ne, aufbauen. Und dann ist plötzlich ein schwarzes Quadrat dabei. Da braucht ihr euch Kamalevich zu kaufen. Dann tut ihr den neben das Sofa und habt ihr den auch noch. Ne? Und ja, das ist sozusagen, weil ich alter Trödler bin, das ist eine meiner Missionen, die ich verfolge, den Leuten das selektive Sehen beizubringen. Es ist ja nichts, wie es ist. Nicht? Wir haben alles im Kopf oder unser Kopf bestimmt alles, was wir sehen. Ne? Und dadurch können wir also ein wesentlich reicheres Leben führen, wenn wir in allem mehr sehen. Und vor allen Dingen so versöhnlich und so tröstlich und so schön. Das ist eine meiner, das ist der Olle Hansen, ne? So wie er lebt und lebt. Und ich verarbeite ja auch Trödel überall. Ne? Also ist einfach, aber da, wo ich liege. Also als ich 2007 hatte ich meine Jubiläumsausstellung in der Sparkasse. Das klingt immer so komisch, eine Kunst in der Sparkasse. Ne? Aber sie sind ja auch nur Förderer der Kunst, das muss man ja auch mal sagen. Und keiner hat solche großen Räume. Ne? Und so. Und da hatte ich von 1985 schon eine, oder 19, etwas später, ich weiß nicht mehr ganz genau, hatte ich da eine riesige Ausstellung, wo wir die gesamte Sparkassenhalle unten und oben gefüllt hatten. Da haben wir damals noch alles, was wir auf Tourneen dekoriert hatten oder in anderen Ausstellungen, hatten wir zusammen mit Stroh vermischt, also wir vom Land, Olle Hansen. Ne? Und das auch damit auch die Räume besiegt, die Räume neutralisiert mit Stroh. Weißt du, früher die Fenster, die wir auf unseren Tourneen, wo wir die Buchhändler besucht hatten, hatten wir vorher die Fenster mit Laub vollgeschmissen. Alles besiegen, was sozusagen zickig ist, ne? Also so unsere Stimmung herstellen. Und dann haben wir da unsere Bücher reingelegt. Ne? Und so haben wir das in der Sparkasse damals auch gemacht. Es war ein Riesen-Event, ein Riesenerfolg. Da habe ich zum ersten Mal meine Herzen mit Hand und Fuß vorgestellt, 100 verschiedene. So, und da habe ich mich darauf besonnen, als wir jetzt das Jubiläum hatten. Und dann wurde ich allerdings natürlich sehr enttäuscht, weil inzwischen, weiß ich, von den Leuten, die damals alle kamen, die Tausende, da machen jetzt drei Viertel Online-Banking. Und dann praktisch nur, ab und zu verirrte sich jemand in die Kassenhalle. Ne? Das hatte ich irgendwie gar nicht auf dem Plan, weil ich mich sowas nie gekümmert habe. Aber jedenfalls habe ich ja, wenn ich jetzt da so eine große Retrospektive mache, ne, 30 Jahre oder andere, dann muss ich auch was Neues haben. Und ich hatte ja meine Linien da ausgestellt, die Störche, eine Welt, ne, denn die Welt der Herzen, die war so. Ne? Und da muss was Neues machen und dann fand ich den Stuhl, fand ich dann irgendwie, warum ich auf den Stuhl kam, hätte auf was anderes kommen können, hätte auch Besen sein können. Ne? Und dann fand ich den Stuhl interessant, weil der auch so dient, ne? Und weil wir den auch nie so richtig wahrnehmen, ne? Und weil der überall ist und weil das ein populäres Ding ist. Und dann habe ich den ja dann so, du hast ja in der Ausstellung nur ein Pärchen gesehen, aber es gibt ja viel mehr Inszenierungen. Und alles aus einem IKEA-Stuhl gebaut, jede Variation aus dem einfachsten, meistverkauften Stuhl. Also das Gewöhnlichste immer als Grundlage nehmen. Wobei ein Selbstzitat ja heißt, an meiner Gewöhnlichkeit werdet ihr euch noch die Zähne ausbeißen, sprach der, ist egal wer. Und also das Gewöhnliche zieht mich an. Und dann, ja, der Stuhl war ein tolle Dinger. Und da haben Freunde gesammelt und haben diese Sitzflächen, fand ich originell schön, da haben wir eine andere Form. Immer raus aus der vorgefertigten Geschichte. Und die hingen gut an der Wand, fand ich. Schön sinnlich auch, so um und. Ja, und dann habe ich dann, ja, ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich jetzt, die sind ja, die haben ja alle was zu bedeuten. Das ist ja letztlich, ist das mein Leben. Auf Find Your Place, finde deinen Platz, Chairs Like You and Me, also Stühle wie du und ich, ne? So. Wir sind alle dasselbe. So. Und ja, habe ich das dann, da, und
Das Besondere vielleicht an den Stühlen ist, die Motive, die da drauf sind, sind nicht subjektiv gemalt, sondern sind alle nach Fotos gemacht. Fotos, also sind Gestalten drauf, also die Fotos verzerrt, Schattenwürfe, so, aber alles pingelig, genau, weil ich die Realität zitieren wollte, mit der jeder lebt. Ne? Ja, also der kleine Junge zwischen den beiden Frauen, das waren alles kleine Figürchen, ne? Und die habe ich dann in den Schatten werfen lassen, und so war der kleine Junge zwischen der sinnlichen Frau und zwischen der imaginären Geliebten, hat der kleine Junge hin und her geguckt, dann konnte mich ja vorstellen, wenn man als Mann sich darauf einlässt, das verlässt einen ein Leben lang nicht. Ne? So, das war ein Dreier. Ne? Und der nächste waren jetzt Katzen, die auch mit chinesischen Sternzeichen illustriert, eine kleine Katze, die aufbricht, ne, in die Sonne, und eine starke Katze, die springt, ne, im Wind und im Sprung, und eine alte Katze, die durch den Regen schleicht. Ne? So, das war auch jetzt mal einfach von einem Leben sozusagen, wir wird eingeteilt in ne, alte Kindheit, Erwachsenen, Alter. Und dann der Mensch in der Masse. Ne? Das ist ja da mit den, einmal mit den Fischen, einmal mit den Vögeln und dann die Ameise. Ne? Und da stand jetzt, bei der Ameise habe ich nur eine gemalt, die steht in der Mitte, und da oben drüber steht in Altchinesisch Arbeit, Familie. Und links findet er dann sozusagen Schwarmintelligenz mit den Vögeln sein Ziel, und bei den Fischen versteckt er sich. Ne? So, das sind unsere beiden Verhalten in der Masse. Ne? Entweder die führen uns irgendwo hin oder man soll es keiner finden. Ne? Darunter sind dann noch irgendwie das Schaf und das schwarze Schaf, wie man so schön sagt. Dann die rote Gans, die so macht, ne? Und der braune Hase, der abhaut. Ne? Also entweder ist man schuld alles, ne? Dann muss man auch tragen. Oder man ist eben sauer und rot und sieht rot und ist böse auf sich allein. Oder man verschwindet. Ne? So ein bisschen wie die Leute, interessiert mich nicht. Ne? Bin dafür, bin dagegen, interessiert mich nicht. So, ne? Und so geht das, so ist die dann auch interpretierbar, diese Wand. Ne? Aber sie ist einfach auch dekorativ wahrnehmbar, wie man möchte.